Es ist Zeit für unser Lieblingsspiel. Was ist unangenehmer, Montana Black oder das Video? Ich hoffe doch sehr, dass ihr eure Kalcoins gespart habt und jetzt gewillt seid, alles zu verlieren oder alles zu gewinnen. Monte oder das Video? Was wird unangenehmer? Monte oder das Video? Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit abzustimmen. Was ist mit der Goldmünze passiert? Knapp 35 Millionen. 35 Millionen Kanalpunkte sind on the line. Mr. Rockstar 777. Mr. Rockstar 777. Mit 250.000 Kanalpunkten auf Montana Black und Leonidas 79. Ja, einer meiner ehemaligen Cutter. 250.000 Euro auf Video. Das ist Maximum. Mehr geht nicht. Mehr als 250.000 geht nicht. Maximum. Mehr geht nicht. All in. Läuft. Wir sind bereit. Die Spielregeln sollte ich vielleicht erklären, jetzt nachdem ihr all euer Geld bereits investiert habt. Dass ihr alles Geld schon reingewettet habt. Die Spielregeln sind ganz einfach. Ja? Ich bin der unparteiische, absolut hundertprozentig unparteiische Kommentator des jetzt folgenden Fußballspiels zwischen Montana Black 88, dem deutschen Universalgelehrten und Weltkulturerbe und dem Video. Die Frage ist, was ist unangenehmer? Eine unangenehme Situation wird stets mit einem Torpfiff belohnt. Und dann kommt es am Ende darauf an, was ist insgesamt unangenehmer? Ja? Ich bestimme, ob ein Tor geschossen wird oder nicht. Ich bestimme das Tor, lass mich aber vom Chat leiten. Das bedeutet natürlich, wenn ihr der Meinung seid, dass da gerade ein Tor gefallen ist, ja, dann müsst ihr es auch im Chat zeigen. Wo sind die Fans? Wo sind die Fans? Habt ihr etwa keinen Bock auf Fußball oder was? Wir sind hier immer noch beim Fußball. Werdet mal ein bisschen lauter. Was ist denn das für eine Stimmung hier? Mal ein bisschen lauter werden auch. Inklusive Tor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, die Torhymne brauchen wir noch, ne? Ach du Heiland. Okay, wir fangen an. Anpfiff. So, gehen wir jetzt nochmal rein in die Verblödung. Vielleicht in die Verblödung, man weiß nicht ganz genau. Worauf steht Mallorca? Strandumfrage am Ballermann. Okidoki. Oder flirte mal ein bisschen mit der Kamera. Einfach nur im Park rummachen und die... Ich hoffe, das Video ist Streaming geeignet. Nee, im Park rum, die machen im Park rum, essen Nüsse und dann nächste Woche ist mal leer. Zeig mal, was du kannst. Komm mal ran. Mein Abschluss ist mein Talent. Die Größe ist schon wichtig. Lena kann nicht sprechen. 5 cm. Das kann nicht, Bruder. Ich muss immer aufpassen, bei den Videos auch sachlich zu bleiben, Digga. Weißt du, was ich meine? Schon 20er-Bereich sein. Jo, oh yeah. Tor! Tor fürs Video! Es war sehr unangenehm, aber die Begrüßung hat mir alles gegeben. Er hat ihn über die Linie getreten, Bruder. Mit so einer Begrüßung kannst du mir nicht kommen. Das kann nicht sein. Tor! Ach du Scheiße, das wird, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Salam alaikum. Alaikum assalam. Was ist denn mit der Leute? Oh Gott, der 2-0. Oh Gott, ich bin begrüßt am 2-0 fürs Video. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das darfst du nicht. Wer ist der Typ? Das ist unfair. Wer ist der Typ? Sonntagsschuss war das. Bleiben Sie mal ganz kurz. Sonntagsschuss. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen. Ist schon nicht hier von heute. Oh Gott, ich muss aufpassen. Der wäre schon wieder fast drin gewesen. Ey, wisst ihr, was wir machen? Die Begrüßung ist 1-0. Die Begrüßung ist 1-0. Ansonsten, wenn ich für jeden Satz von dem Kerl ein Tor gebe, ist halt kann Montana Black das Ganze nicht aufholen. Ja? Das letzte Tor war abseits. Videobeweis, abseits. Die Begrüßung 1-0. Begrüßung 1-0. Chat. 1-0, das nur fair. 1-0 für die Begrüßung. Hallo? Die Melodie im Hintergrund ist so oldschool YouTube, Digga. Oh, ich muss sagen, ich habe heute so einen Sonnenschein bekommen, man sieht mein Gesicht. Osta, señorita, ¿no?
Guck mal, das wäre halt jetzt schon 5-5-6-0, wenn ich da jeden einzelnen Satz gepfiffen hätte. Ey, eine Frage, darf ich dir eine Frage stellen? Woher kommst du? Aber er hat auch stabile Einser an, ne? Wir kommen aus Barcelona. Echt? Ja. Barcelona, comprendo. Ja, ja, ein bisschen, oder? Kannst du ein bisschen Spanisch? Como es? Warum sprichst du Deutsch? Wir gehen auf die deutsche Schule in Barcelona. Was? Ja. Das ist fast so, also... Oh, Papaya, guck mal, ey! Papaya? Eine Lady ist das? Was macht überhaupt Strandbilder? Das ist völlig chancenlos. Montana Black wird hier die ganze Zeit von der gegnerischen Mannschaft des Videos mit Pressing in 1-16er gedrückt. Montana Black wirklich hier mit einer großartigen Defensive. Ansonsten stände es hier schon 6-7-0. Oder wie der Abiturient sagen würde, Montana Black antizipiert die Angriffe. Und ist gut aufgestellt. Habe ich gesehen, ne? Ja, natürlich. Wir müssen ja Instagram. Ja, ein bisschen pushen. Hast du erstmal ein Talent? Die 100 Follower bedienen. Keiner hat mit gerechnet, aber Montana Black mit dem Ausgleich! Die Reichweitenkarte. Niemand hat damit gerechnet. Die Reichweitenkarte. Scheiß Reichweitenkarte, Bruder. Oh, Gol de Monte, Gol! Bissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Da freut er sich auch, da freut er sich sichtlich. Er freut sich sichtlich. Marcel Eris, er freut sich sichtlich. Da muss er nur den Kopf dran halten. Ob ich Talent habe? Ja, Talento. Also ich mal schön. Ja, mal. Was hier? Bitte sehr. Oh. Das ist, ja. Ist da jemand, ja. Der in deinem Herzen ist? Hast du schon jemanden gefunden? Nee, echt nicht. Nee. Wie sind die spanischen Männer? Sind die gut drauf? Sind die sexy? Sind die? Ja, die sind ganz okay. Ein bisschen so, lala. Du kannst mir die ja mal vorstellen. Wie heißt du überhaupt? Also ich muss sagen, Digga, ich hab irgendwo letztens eine Doku gesehen. Auch eine Mallorca. Oh, das ist brandgefährlich. Da wieder die Diskos irgendwie aufhaben. Ich muss halt wirklich sagen, und da kann jeder so machen, wie er möchte, mich widern wirklich betrunkene Menschen an, Digga. Nicht alle, aber 90% der Fälle sind betrunkene Menschen für mich unausstehlich, peinlich, unangenehm. Ich hasse es. Liegt vielleicht auch daran, dass ich seit 10 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken habe. Aber die meisten Menschen, die Alkohol trinken, verändern sich aus meiner Sicht ins Negative. Also ich heiße Sabine. Sabrina. Vero. Vero? Vero. Ja. Okay, stell mir mal deine Freundin vor. Wer bist du? Du bist Sophia, hab ich schon gehört. Ja, ja. Bist du aus Bukarest? Nee, aus Barcelona. Kommt ja los, warum redet ihr so gut Deutsch? Wir gehen auf die Deutschschule. Mach mich famous, bitte! Was hast du für ein Talent? Wenn du irgendwas zeigst, kannst du tanzen? Leute, ich werde Millionärin. Warum? Ich bin mega Sportlerin. Ja, was kannst du? Kannst du alles. Du kannst boxen. Ja, dann mach mal einmal für die Kamera. Zeig mal, was du kannst. Komm mal raus. Das ist mein Talent. Mein Arsch ist mein Talent. Oh nein. Das ist gerade schon ein bisschen cringe für mich. Ich mach Schattenboxen gegen irgendjemand. Was eigentlich heute das Thema ist, so worauf stehen Frauen, worauf... Respekt. Ja, es gibt sehr. Nein. No goal. Ay Shiri, das war klar rot Peporage. No goal. Wenig. Imagine, Digga, die Frauen erzählen immer von Respekt, Digga. Schönes Ding von Marcel Eris. Absolut. Absolut Bombending. Unhaltbar. Er freut es sich auch. Respekt bekommt man, wenn man sich Respekt verdient. Respekt heute. Ja. Beschreib mal am besten einfach deinen Traumtypen so. Wie muss der aussehen? Was muss der? Bis jetzt war die junge Dame von den Frauen, die man gesehen hat, die ruhigste und ja. Einfach nur Respekt, so, das ist wirklich das Wichtigste. Ja, nee. Und bitte, wie heißt es? Mature. Reif. Wenn er ungepflegt ist, nicht. Aber er muss jetzt auch nicht so einen perfekten Körper haben. Aber Respekt ist das Wichtigste, Jungs. Merkt euch das. Video vor noch ein Tor, spendet 3,33 Euro.
das Video hier klar vorne, nur weil Marcel Eris den Schiri mit ein paar Jordans bestochen hat. Nein. Oh nein. 5:1 stand laut des gekauften Schiri Dentist 1:2 klare Nein. Hier wird lautstark von der gegnerischen Fanbasis ein Schiedsrichter, der angeblich unparteiisch sein sollte, zu in Grund und Boden gepfiffen. Wo ist denn die Fanbase von Montana Black 88? Wo sind denn die Leute, die hinter Montana Black 88 stehen? Wo sind denn die? Die sollen mal ein bisschen laut werden. Wo sind denn die Einser? Geht weiter. Kölner Keller spendet 3,33 €. Nach Überprüfung müssen wir leider mitteilen, dass bei dem vermeintlichen Tor eine Abseitsstellung vorlag. Oh Gott, das war eine... Nee. Da ist ein Fan mit 4,20 € aufs Spielfeld gestürmt und hat unterbrochen. Er hat den Ball abgefangen, das wäre ein Tor gewesen, aber durch die Unterbrechung. Oh Gott, Spielwiederholung, Videobeweis. Kameramann wieder am Start, Bruder. Mallorca. Oh, Bruder, Hardcore. Bruder, so unangenehm. Hardcore, komisch. Hattest du schon mal einen Freund? Nee, ich hasse Jungs. Du stehst auf Frauen, oder? Nein, ich stehe leider auf Jungs, aber das... Stell dir einfach mal vor, ein Mann würde sagen, er hasst Frauen, was da los wäre. Montana Black 88! Der Sexismus gegen Männer! Eingewechselt in der 4. Spielminute. Souverän versenkt. Ganz souverän. In den Winkel. Großartig, Monte, großartig. Ein wahres Traumtor. Traumtor mit der Nummer 88. Bisam, bleib doch mal ganz kurz stehen. Das ist echt schade, weil ich mag Jungs. Wie viele Freunde hast du bis jetzt gehabt? Nichts Ernstes. Aber wie viele hattest du schon, wenn es nichts Ernstes war? Keinen einzigen. Sie sagt, sie will Respekt von Männern und sagt, sie hasst Männer. Perfekt. Respekt und Männer so. Eins. Es war ein Fußballspieler. Leute, es war ein Fußballspieler in Barcelona in einem Hotel. So ein geiler Typ. Und wo hat der gespielt? In, wie hieß das? Benfica. Benfica, Lissabon. Benfica in Lissabon, genau. Portugies oder? Ja, der heißt Paulo Bernardo. Klasse. Puder, der hat einfach mit zum Star geschlafen. Das Video hat sich auch noch nicht abgeschrieben. Hier ist noch alles drin. Hier ist alles offen. Beide hätten hier gerade den Treffer machen können. Beide. Da habe ich so mitbekommen. So ein geiler Typ, falls er das sieht. Ja, und wie hast du den kennengelernt? Ja, in Barceloneta, das ist so wie hier in Malle, alles voller Leute. Da kamen zwei Freunde, ich war mit der da in Bikini, also den schwarzen Bikini. Ach so. Wir standen einfach so und auf einmal sehe ich, wie die mit dem einen Typen rumgemacht hat und er so will. Kennt ihr das, wenn ihr der Meinung seid, dass so ein Tor in der Luft liegt? Es liegt ein Tor in der Luft. Willst du mich nicht küssen und dann habe ich mit dem anderen Typen rumgemacht und so sind wir ins Bett gelandet. Respekt, ey, Respekt. Gut zu wissen. Oh, ohne den Kommentar wäre das ein Tor gewesen von Monte, aber das muss ich, also das gleicht sich wieder aus, Chat, das gleicht sich aus, tut mir leid, aber es gleicht sich aus. Ich höre komplett los. Genau. Warum macht ihr das so? Monte müsste hier einfach nur stehen bleiben. Ja, wieso denn nicht? Ist doch lustig. War das erste Mal nicht wichtig, dass du sagst, es muss mit einer Person sein, den ich liebe? Nee, weil Liebe bei Jungs nicht existiert. Also ich muss ehrlich sagen, von meinem Herzen... Brudi, macht die nur auf mich einen völlig dämlichen Eindruck? Oder ganz kurz, sie war nochmal diejenige, die Respekt möchte. Ich habe gerade mit meiner Freundin telefoniert, ne? Ah, das ist schön. Und seitdem ich mit ihr telefoniert habe, bin ich voll komisch drauf. Wahrscheinlich merkt man das auch gerade ein bisschen. Ich glaube, ich vermisse sie. Und ich glaube, das ist echte Liebe. Das ist sehr schön. Und echte Liebe ist nicht so oft zu finden. Also freut mich für dich. Ich habe gerade gesehen, was hast du für ein sexy Bild gemacht? Nee, schau mal. Das ist mein Freund. Warte, wir werden heiraten. Schaut mal. Oha, er ist richtig der süße Fernando. Wie heißt der? Ja, der heißt Gim. Bitte. Gim? Gim. 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 Kim wie Kim Kardashian. Ach, Kim?
Ja, Kim. Wie hat er dich klar gemacht? Sag mal. Bueno, ich muss den klar machen. Ja, am Anfang wollte er mich nicht. Sagst du so wirklich, dass auch die Frau mal Hand anlegen kann? Oder Hand anlegen? Die Frau kann Hand anlegen. Nee, wie hast du das gemacht? Jetzt reicht der Tier. Das ist der Anschlusstreffer. Das ist der Anschlusstreffer. Das ist so unangenehm. Das ist der Anschlusstreffer fürs Video. Tor! Goal! Das ist der Anschlusstreffer. Boah, manchmal sind es die einfachen Tore. Da musste ich jetzt abpfeifen. Der war drin. Der war über der Linie. Das ist der Anschlusstreffer gewesen. Ich habe ihn eingeladen, um Mathe zu lernen. Und dann hat er mir Nein gesagt. Und dann war ich so, okay. Dann leider nicht. Und dann einen Tag hat er mir gesagt, komm, okay, wir machen was. Oh Gott, Alter. Ich brauche eine andere Torhymne gleich, für wenn noch ein Tor fallen sollte. Eine neue Torhymne. Fandst du das gut, dass er dich erst gekorbt hat? Ich fand es nicht attraktiv, aber es hat mir weitergeholfen, weil dann war ich nicht mehr so. Dann habe ich es mir so als Friendship turniert. Ich bin davon ausgegangen, dass er nichts wollte und ich dachte, okay, dann sind wir halt Freunde. Also, Chatting muss jetzt mal fairerweise. Bleib doch mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Monte ist im 16er. Du schießt ein Tor. Monte ist im 16er. Psst. Die macht einen vernünftigen Eindruck. Redet nur mal. Vielleicht einen kleinen Intus. Ihr Kaugummi-Kauer nervt mich ein bisschen, aber das sind Sachen, da kann man ja drüber stehen. Die macht eigentlich erstmal einen halbwegs vernünftigen Eindruck. Dann hast du trotzdem gesagt, okay, wir probieren es jetzt. Ja, weil er dann ist... Ganz stark gemacht von der Nummer 88 hier. Er ist unter starker Bedrängnis im eigenen 16er, aber er passt ihn souverän zurück zum Torwart, der das Tempo aus dem Spiel nimmt und ganz, ganz langsam wieder von hinten aufbaut. ...probieren wollte anscheinend und dann heiraten wir jetzt, Leute. Wie lange seid ihr schon zusammen? 7 Monate fast. Digga, ich weiß nicht, hier sind voll viele Frauen am Start, wo man nicht weiß, ob die vergeben sind oder nicht und die trotzdem was machen. Da zerbricht es mir ehrlich das Herz. Ich sag dir, wie es ist. Nach 7 Monaten heiraten kritisch, aber ich glaube, es liegt auch bestimmt daran, dass ihr Freund Südländer ist und die Eltern natürlich auch gerne dies, das. Muss man nicht feiern, nach 7 Monaten zu heiraten, aber das ist ja am Ende deren Entscheidung und nicht... Oh Gott! Der Chat von Monte hat's Tor gemacht! Der Chat hat's Tor gemacht! Goal! Keine Chance. Absolut keine Chance. Da ist nichts zu machen. Habt ihr den Chat mitbekommen? Nichts zu machen. Tut mir leid. Nichts zu machen. Absolut nichts zu machen. Gar nichts. Was ist denn mit nicht der zu halten. Gar nicht. Eure Entscheidung. Wir sind in einer Beziehung und das ist was ganz anderes. Zum Beispiel, wir sind Single. Das bedeutet, wir haben eine ganz andere Dynamik. Würdest du dir wünschen, dass du auch... Stimmt. Ihr lasst euch von Fußballern. Ganz andere Dynamik. Irgendwie einen festen Partner findest du? In Spanien ist schon wieder eng. Der war schon wieder eng. Nächste. Das soll, anders geht's nicht. Einfach nur im Park rummachen und die nächste... Im Park rum, mit diesen Nüssen. Die machen im Park rum, was essen Nüsse und dann... passiert? Lul. Dann nächste Woche ist die nächste. Nee, in Spanien ist das viel zu schlimm, Deutschland nicht so. Ja, und jetzt mal also nicht böse gemeint, aber vielleicht auch einfach mal das nächste Mal eine Badehose organisieren, die auch passt. Goal! Ganz souverän heute. Heute Montana Black ganz souverän. Heute ganz souverän, Montana Black 88. Wirklich, 5-2, ganz souverän. Ganz, ganz, ganz souverän. Dein bester Freund, der wird dir nichts antun. Aber sogar der in Spanien, ich weiß nicht, was bei denen abgeht, aber sogar der bedrückt dich dann halt doch. Nein. Shoutout an. Nee, lass mal. Egal, wir machen mal weiter, wir gucken noch, was für Mädels hier. Ich würde aber mal behaupten, dass. Oh Gott, Alter, Monte, mach ganz ruhig. Monte ist hier wirklich, also wirklich. Monte ist hier ganz. Monte ist in der Offensive. Da bringt das Video jetzt ein paar neue Spieler auf den Platz, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen, was sie auch dringend machen müssen, dass sie 5-2 hinten liegen. Aber Montana Black gibt einfach nicht auf. Alle ein bisschen anders drauf gewesen wären, hätten die nicht einen Intus gehabt. Finden Leute und worauf die stehen? Ich würde sagen, let's go. Oder der hat's drauf. Hola, ¿qué tal? Sweet child of my eyes. Hallo, die Damen. Alles gut? Ja. Wie geht's euch? Alles fit? Ja, alles super. Sag mal, wie muss dein Traumtyp aussehen? Boah, ich hab eigentlich gar keinen richtigen Typ. Ja? Wirklich nicht. Ich hab aussehen keinen richtigen Typ. Das Video. Montana Black bleibt ruhig. Er ist vielleicht ein bisschen zu souverän. Er ist vielleicht ein bisschen zu souverän. Er ist sich vielleicht des Sieges ein bisschen zu sicher.
5:3. Wird das nochmal spannend? Aus dem Rückraum. Aus der Rückraum kommt der verdeckte Schuss. Montana Black war sich zu sicher in seinem Sieg. Er dachte, er geht hier mit einem Kantersieg vom Platz. Und dann das Video mit einem Rückruf von außen. Zeig dich mal. Zählt, musste ich übrigens zählen lassen. Musste ich zählen lassen, weil auch Montana Blacks Chat ein Tor geschossen hat. Musste ich zählen lassen. Ist nur fair. Ist nur fair. Guck mal, das sind die coolen, Digga. Aussehen ist dir nicht so wichtig, sagst du? Hat irgendein random Typ gerade gesagt, die stehen auf dicke Schwänze? Nee. Was muss er denn haben, so vom Charakter? Übrigens, ja, also hier stinkt's gerade so nach Scheiße, Digga. Ist so schlimm. Ich weiß nicht, was an dieser Area hier ist, Digga, aber es stinkt so nach Kacke die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass man hier irgendeinen Traumtypen findet. Entschuldigung. Nein, sag mal, muss ja ehrlich sein. Ja, loyal, sowas. Ich kann hier die klassische Sachen sagen. Nein, Dings. Dickste Sprachfehler. Ja, Dings. Die macht einen sympathischen Eindruck, finde ich. Hey, what's up? Richtig. Oder? Die war sympathisch. Ich da Scheiße, Alter. Was? Scheiße, Alter. Ich stink's da Scheiße, Alter. Was? Ich stink's. Als ob du hier bist. Vorbeigelaufen, ja. Berlin. Helmut! Bruder, hallo! Also ich sage euch ehrlich, es liegt mit Sicherheit daran, dass ich seit 10 Jahren trockener Alkoholiker bin. Aber da rumzulaufen, unabhängig jetzt, ob ich bekannt bin oder nicht, wäre für mich der absolute Albtraum. Wirklich, der absolute Albtraum. Es gibt so ganz wenig Leute, die, wenn sie getrunken haben, chillig werden, entspannt werden und mit dem man... Aber die meisten... Ich habe das Gefühl, die meisten, die Alkohol trinken, da weicht das Gehirn ein bisschen auf und sie werden einfach dumm. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Wie heißt du denn? Marie. Okay. Hast du so einen Type, so ein Bodytype? Hast du irgendwas, du sagen würdest, so, das ist mein Traumtyp? Eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht. Echt. Was muss ein Typ für dich haben, also von Charakterzügen her? Dass er einfach lieb ist zu mir, aber auch zu seinen Ummenschen. Dass er einfach loyal ist. Hm. Dass er mir auch Freiheiten gibt. Ja, welche Freiheiten brauchst du? Dass ich einfach entspannt mit meinen Freundinnen rausgehen kann. Dass du mal hier zum Bierkönig gehen kannst und mal einen drüber machen kannst. Ja, die macht einen sympathischen Eindruck. Und es ist eigentlich auch traurig, dass man noch darüber diskutiert oder dass sie für sich sagt und anscheinend eine Erfahrung gemacht hat, dass sie mal verboten bekommen hat, mit Freundinnen wegzugehen. Überlegt einfach mal, vielleicht einige von euch sind auch so, aber überleg einfach mal, du verbietest deiner Freundin rauszugehen oder mit Freundinnen was zu machen. Du hast, also du, für mich hast du als Mann kein Selbstbewusstsein, wenn du deiner Frau verbietest, mit Freundinnen rauszugehen, weil du dann ja anscheinend Angst hast, dass deine Freundin an jeder Ecke einen neuen Macker findet, weil du ja anscheinend nicht gut genug bist. In meiner ersten Beziehung Daher, Remo, war ich der eifersüchtigste Freund, ich bin den gespannt, wer diese Saison-Torschützenkönig wird. Angerufen, Handy kontrolliert, verboten auf Partys zu gehen, verboten mit anderen Jungs zu treffen. Ich weiß noch, einmal haben wir bei einem Kollegen unten in der Wohnung gesessen und ganz oben hat ein anderer Kollege von mir gewohnt. Ja, ja. Und sie wollte irgendwas machen, ist nach oben gegangen und die waren nicht mal 2 Minuten oben. Da habe ich zu meinen Kollegen unten gesagt, wo wir gesessen haben, ich gehe nach oben. Da bin ich nach oben gelaufen und habe an der Tür gelauscht, ob die f***en. So paranoid war ich. Ich war der eifersüchtigste Nuttensohn, den man sich vorstellen kann. Es gibt wenig, was ich an mir von früher nicht mag, aber das habe ich an mir, also das hasse ich an mir. Schlafwagenfußball gerade, ja. Schlafwagenfußball. Eifersüchtiger Idiot. Das hat mich krank gemacht und das hat am Ende, es war meine erste Beziehung, ich wäre sowieso nicht mehr mit der zusammen, aber am Ende hat es mir meine Beziehung kaputt gemacht, Digga. Nein, aber dass ich einfach ohne Stress rausgehen kann. Das Vertrauen. Dass sie ohne Stress rausgehen kann. Junge Dame, ich will dir mal eins sagen, wir leben in einer Welt, wo niemand dir sagen kann, was du zu tun hast oder was nicht, es sei denn, es sind deine Eltern, du bist noch minderjährig oder whatever. Kein Mann und auch keine Frau, je nachdem, ob Mann oder Frau in der Beziehung ist, ja klar, kein Mann und keine Frau darf und sollte seinem Partner oder seiner Partnerin verbieten, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Wenn das dein Partner oder deine Partnerin macht, ist das kein Partner oder keine Partnerin für die Zukunft. Alles sehr base, sehr base alles. Wie viele Freunde hattest du schon? Nur einen. Ja? Ja. Und wie lange hat es gehalten? 1,5 Jahre. Woran ist gescheitert? Dass ich mich eingeengt fühle. Ja, ja, ich bin so ein Mensch, ich brauche Freiheiten. Ja. Ich will viel mit meiner Familie machen, mit meinen Freunden. Ich würde jetzt ja gerne nochmal den Hundevergleich bringen. Ich spare mir an der Stelle. Falls es euch interessiert, einfach googeln Montana Black, Frauen sind wie Hunde. Und dann wisst ihr, welchen Vergleich ich meine. Und das meine ich nicht abwertend, sondern positiv.
Ja, deswegen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Ja, willst du noch dein Instagram sagen? Vielleicht will doch jemand abchecken. Marie.bne. Ich habe hier meinen Bruder Tom getroffen. Wie gesagt, auf Malle, er ist unter unserem Schutz. Wir sind für ihn da. Und falls er Probleme hat, er kann sich bei uns melden. Tom, Supreme, Harvey. Captain zur See, danke dir für 20 gegiftete Subs. Kuss, Digga. Bruder, er ist aber so süß, er hat so eine süße Aura, Digga. Wenn er lächelt, Digga, mein Herz geht ehrlich auf. Ich sag dir, wie es ist. Heide. Wie geht's, wie heißt du? Julia. Bist du ein Typ, Mann, auf den du stehst? Ja. Ja, theoretisch. Ja, es ist jetzt ein bisschen doof, weil ich stehe vorher auf Spanier. Echt? Und deswegen, also ich bin jetzt nicht deswegen hier, ne? Also. Na, nein, natürlich nicht. Oh. Also suchst du was fest? Nee, gerade nicht. Aber Julia steht auf Spanier, ist auf Mallorca zum Saufurlaub, sucht nichts Festes. Deichchen, danke dir für 10 gegiftete Subs. Kuss. Oh, kein Fuckboy. Aber in Spanien. Nee, gerade gar nichts. Also hier suche ich auch gar nichts. Okay, aber... Vielleicht sucht sie auch nichts, keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Sag mal, beschreib mal diesen Spanier, was musst du haben? Ist so ein Enrique Iglesias oder wie? Nein, guck mal, eigentlich kommt es hauptsächlich auf Charakter an. Humor, Intelligenz. Man soll mit ihm reden können. Weißt du, es ist halt für mich... Okay, vielleicht habe ich mich auch an ihr getäuscht. Sie macht eigentlich einen klaren Verstand und was ich auch sympathisch finde, sie ist am Ballermann, wo alle saufen und sie trinkt eine Red Bull. Macht eigentlich einen sympathischen Eindruck. Ich 40, 60, also Charakter überwiegt, aber Aussehen spielt halt auch eine Rolle, ne? Wie sieht's aus mit der Größe, ist das richtig? Größer als ich, weil ich bin nicht so die Kleinste. Ja, und untenrum? Das ist egal. Komplett egal. Goal! Tor fürs Video. Das war so unangenehm. Ach du Scheiße, war das unangenehm. Das war sehr unangenehm. Mit süffisanten Grinsen auf den Lippen schiebt er das Ding über die Linie. Montana Black 88. Chancenlos. Da ist der Anschlusstreffer. Das war unangenehm. Oh, das war unangenehm. Mir ist gerade ein bisschen Bröckchen hochgekommen. Oh, das wird noch mal enger, als ich mir das gewünscht hätte. Das wird noch mal sehr eng. Weiter. Ja. Hey, komm, stell dir mal vor, kommt die Sache, die ist das, und dann ist da so ein kleiner Stiepelmann. So ganz klein. Monte ist überheblich hier. Aber Montana Black 88 braucht jetzt auch noch mal die Unterstützung aus der Zuschauerschaft. Das ist ganz ruhig geworden auf den Tribünen. Man hört keine Gesänge mehr. Man hört keine... Die sind schon nach Hause gegangen. Die waren sich zu siegessicher. Kann ich nicht sagen, weil ich die Situation noch nicht hatte. Untenrum rasiert sein? Ja. Und Achseln? Nee, ist egal. Okay, Leute, B-König ist zu. Also, liebe Zuschauer da draußen... An die jüngeren Zuschauer, an die älteren Zuschauer, an die männlichen Zuschauer gerade. Ich sag euch mal eine Sache vorweg. Und es tut mir leid, falls sich der ein oder andere angesprochen fühlt. Butzer. Solltet ihr harte 7 cm der ist noch nicht ganz so wichtig, aber bei... Montana Black 88! Tor! Da ist absolut nichts zu machen. Da ist nichts zu machen. Der war unhaltbar. Unhaltbar. Der war unhaltbar. Der war komplett unhaltbar. Der ist komplett unhaltbar gewesen. Komplett unhaltbar. Das war ja mit anderen. Also das ist ja wirklich in einer Zuschauerschaft, die sehr jung ist, körperliche Dinge anzusprechen auf diese Art und Weise. Oh, das ist ja souverän. Das ist ja souverän. Da kommt mir eine Träne runter. Das war einfach großartiger Fußball. Das ist Fußball, Freunde. Das ist einfach Fußball. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Welche war nochmal der wichtigste? Das ist einfach Fußball. Schwierig werden. Grüße ganz speziell an der Stelle raus am Butzer. Aber ich will euch mal eine Sache sagen. Ja, es gibt auch Frauen natürlich, die auf extrem groß, extrem dick stehen. Das sind aber wirklich die aller wenigsten Frauen. Aber die meisten Frauen oder viele Frauen kommen gar nicht über den Geschlechtsverkehrakt, nämlich Penis in die Scheide, sondern sie kommen über eine Stimulation, ja, ihr wisst, was ich meine, über die Klitoris. Deswegen kann ich gerade auch für die Männer da draußen sagen, es sei denn natürlich Butzer an der Stelle, Grüße, wenn ihr jetzt harte 7 cm in der Hose habt, dann wird es auch relativ schwierig, da mit zu arbeiten. Aber ein durchschnittlicher Penis
Und der kann 13 cm hart sein, der kann 15 cm hart sein oder 16, 17 cm. Wobei 17, 18, 19 cm ist schon überdurchschnittlich. Der durchschnittliche Penis im erigierten Zustand in Deutschland liegt, glaube ich, bei 15 cm. Und selbst wenn ihr da ein bisschen drunter seid, 13 cm, 12 cm, das ist vollkommen egal. Erstens, den meisten Frauen spielt beim Sex die Länge gar nicht so eine große Rolle, sondern die Dicke ist, wenn wir schon um Maßeinheiten reden, ist die Dicke eher entscheidend. Und es kommt nicht auf die Länge an oder auch nicht unbedingt auf die Dicke, sondern es kommt auch auf die Technik drauf an. Die meisten Frauen mit Erfahrung zu 95 bis zu 98% werden euch sagen, dass sie gar nicht auf große Penisse stehen. Denn in den meisten Fällen tut es sogar den Frauen weh. Das Zauberwort für guten Sex ist nicht ein großer Penis. Die Faustformel. Ich finde so geil, wie er sich bei solchen Gesprächen immer vorkommt, wie Harald Lesch der Quantenphysik erklärt. Für guten Sex ist Reden mit der Partnerin oder mit dem Partner. Lasst euch nicht von dieser Scheiße, die ihr in Pornos seht oder die eure Freunde oder Freundinnen auf dem Schulhof erzählen. Oh, der hat heftige 20 cm, der hat mich eine Stunde gefickt. Daher Remo, Meier von Spiegel TV. Können wir durch dieses Prime-Abo den Punkt... Das ist dummes Gelaber und es ist nicht die Realität, lieber Livestream-Chat. Es ist nicht die Realität. Die Realität ist, guter Sex findet in erster Linie dann statt, wenn ihr euch mit eurer Partnerin austauscht, mit eurem Partner und bespricht, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Und dann könnt ihr auch 30 cm in der Hose haben. Ein großer Schwanz verspricht nicht gleich, dass die Partnerin kommt. Ganz im Gegenteil, sie wird eher Schmerzen haben. Lasst euch das gesagt haben von jemand, der vielleicht nicht viele Beziehungen in seinem Leben hatte, aber einige Beziehungen, die über Jahre gingen und der auch in der Zeit sehr viel sexuelle Erfahrung gesammelt hat. Deswegen steppen wir noch mal ein bisschen rum. Lass mal kurz 1, 2, 0. Darf ich Sie kurz mal was fragen, junge Dame? Ja. Ja. Wie wichtig ist die Größe? Sie ist der Bierkapitän. Was denn für eine Größe? Ja, welche? Meine Mann. Welche Größe? Ja, da haben wir links im Bild zwei junge Damen, die auch gerne nachmittags um 14 Uhr mitten im Leben gucken oder auch mal gerne bei Frauentauschen mitmachen würden. Punkt. Welche unten? Der ist drin. Ausgleich fürs Video. Da, Herr Remo, Meyer von Spiegel TV. Wie viel waren das jetzt? 50 Euro, ne? 50 Euro. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Den haut der Schiri ins Netz. Oh Gott, Bruder, den haut der Schiri ins Netz. Da kann er nichts machen. Nee. Monte führt immer noch. Monte führt. 7 zu 6, oder? Sabu 7 zu 6. 3,33 €. 7 zu 5. Nein. 7, 6. O-R-D-N-U-N-G-S-R-U-F an Schluss 88. Jetzt. Schluss jetzt. Ruhe. Weiter geht's. Wird 7, Stand, Spielstand 7 zu 6. Ist die Frage, groß heißt dick, lang. Ja, was ist wichtig? Was würden Sie sagen, ist wichtig? Dick. Vertraut Onkel Monte, habe ich euch eben gerade gesagt. Hey, stopp. Du bist gar nicht dran. Erstmal sie, einer nach dem anderen. Ja, auch. Also, stopp. Die Frage ist... Bleiben Sie mal dick, ganz kurz stehen. Lang, was ist die Frage? Aber ist nein, der Wolf, ich mache gerade ein Interview. Ja, ich hab doch... Boah, Bruder, für mich als trockener Alkoholiker ganz schwer auszuhalten. YouTuber! Ja, bitte! Ihr dürft auch nicht vergessen, die verhalten sich gerade so, weil sie betrunken sind. Das Video, was wir geschaut hatten aus der Schweiz, da haben sich alle so verhalten und die waren nicht betrunken.
dabei bei einem Interview gar kein Problem. Ja, ich habe gefragt, wie wichtig ist die Größe beim Mann untenrum? Ganz ehrlich, Größe. Komm nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Ihr wart ein kleiner Moralapostel hier, ne? Ja, natürlich, ein bisschen die Größe, ein bisschen die Technik, so ein Mittelweg. Ja, die sind nicht hübscher. Ehrliche Antwort von ihr. Niemand interessiert es, egal. Doch, die Größe ist schon wichtig. Ja? Ja. Was würdest du sagen, ist so perfekt für dich? Ah, Entschuldigung. Schwer zu sagen. Mindestens 15 cm. Muss schon 20er-Bereich sein. Was sie... Ja, wenn sie meint, gut. ...an einem Mann allgemein gut findet, ja, aber... Ja, danke für die Frage, und zwar, ne? Braune Haare, braune Augen. Top. Grüne Locken, Schabberspotten. Und schmeckt's? Ja? Also, vielleicht ist sie eine von den 5-3%, die halt gerne... Ich weiß nicht, ob ich für den Vergleich Ärger bekommen könnte. Ah, nee, ich lasse es lieber. Vielleicht ist sie eine von den Frauen, das ist auch in Ordnung, die... ich lasse das eine Wort weg, die auf einen Arm mit Apfel in der Hand stehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der Apfel ist... Eichespitze. Oh Gott, er wollte das nicht machen, oder? Vielleicht ist die eine, dann ist auch okay. Er wollte das nicht machen, oder? Er wollte... Es ist eng verteidigt vom Video, aber ich glaube, Montana Black wollte... Ich glaube, Montana Black wollte das Farbenspiel bringen. Ich glaube, er wollte es machen. Knapp vorbei. Das wäre ein sicheres Tor gewesen. Das wären zwei Tore gewesen. Schmecki, schmecki. Ja, okay. Was ich heute fragen wollte, ist auf jeden Fall, worauf stehen Frauen? Was ist dein Typ? Oh, böse sein. Wenn jemand böse zu dir ist, dann findest du es attraktiv? Ja. Wie wichtig ist die Größe beim Mann? Was? Wie wichtig ist die Größe beim Mann? Boah, ich glaube, ich muss es abbrechen. Warum? Ich kann es nicht. Hä, woran denkst du? Größe, Körpergröße. Achso, ja, über 1,80 geht gar nichts. Nee, unter 1,80 geht gar nichts. So. Woran hast du gerade gedacht oder was war das gerade? Nee, auch an die Körpergröße. Ja. Und schon jemand hier getroffen, der ungefähr den Dingern entspricht? Einer? So? Einer? Oh, hast du mehrere schon getroffen? Ja. Ja, und? Wie sehen die so aus? Beschreib mal. Boah, gut. Oh. Und was ist für dich gut? Richtige Sunny Boys, ja, über 1,80, richtige Sunny Boys so. Ja? Ah, schade. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja, ne? Nein. Nicht? Nee. Bist du immer so offen ein bisschen? Ja. Was ist dein Bodycount? Oh mein Gott. Hä? Ey, ich will weiter. Ich hab die Schnauze voll, das ist der Ausgleich, das ist der fucking Ausgleich fürs Video. Das ist der Ausgleich, das ist so unangenehm. Ach du Scheiße, das ist unangenehm. Das wird nochmal ganz eng jetzt. 7-7. 7-7. Es ist nur noch eine Minute zu spielen. Plus Nachspielzeit. Oh Gott. Oh, das wird ganz spannend. Oh, das wird ganz spannend. 7-7. 7-7. Wir gehen jetzt. Ach du Scheiße. Montana Black mit dem Gesichtsausdruck. Er ist eiskalt. Er ist kalt. Der will den Nacht. Dieser Gesichtsausdruck. Der ist torwillig. Das ist vielleicht der letzte oder vorletzte Angriff, den Monty hier hat. Das ist vielleicht der letzte oder vorletzte Angriff, den Monte jetzt hier hat. Weiter geht's. Okay, ja, ey, Jungs, ich bin 33, ich bin Rentner. Ich keine Ahnung, was Bodycount bedeutet, Digga. Guten Hunger, ne? Njam, 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 die Frauen. Da gibt's ja nie, hör mal doch. Entschuldigung, sprichst du Deutsch? Ja. Bist du mit deinem Freund da oder darf ich dir eine Frage stellen? Und zwar, worauf Frauen stehen, hättest du Lust, mal ganz zu kurz beantworten? Stehen. Nee, danke. Okay, hast du keinen Typ? Wer bist du? Bist du ihr Freund, oder? Nee. Oh Gott, ist ihr das unangenehm. Wird gerne mal jemand kennen. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, Eskalation Mallorca neigt sich jetzt wieder dem Ende zu. Leute, wir sind extra hierher gefahren, um zwei Videos abzudrehen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich. Ja, keine Kosten und Mühen wurden gescheut, Leute. War eigentlich ein cooles Video. Das Einzige, was ich ein bisschen cringe fand, war seine Begrüßung. Also seine Anfangsbegrüßung. Aber ansonsten war er korrekt zu den Leuten, fand ich. War er korrekt zu den Leuten. Und da waren auch viele korrekte Leute dabei, ne? Peinlich, der Typ. Oh. Was denn los? Entschuldigt bitte, wir haben hier jemanden vom Verband, der anruft. Sekunde. Ich muss mal kurz muten. Der Verband hat entschieden, dass wir die letzte Szene im Videobeweis erneut bearbeiten. Hör mal doch. Entschuldigung.
Bist du mit deiner, sprichst du Deutsch? Ja. Bist du mit deinem Freund da oder darf ich dir eine Frage stellen? Und zwar, worauf Frauen stehen? Hättest du Lust, das einmal zu beantworten? Nee, danke. Okay, hast du keinen Typ? Nee. Wer bist du? Bist du ihr Freund oder was? Nee, nee, nee. Oh! Oh, Bruder, habt ihr gesehen, wie die zurück ist? Hast du ja diesen Hass in ihren Augen gesehen? Das ist so unangenehm. Oh, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Also unangenehmer als das wird es nicht. Unangenehmer als das geht es nicht. Unangenehm ist, dass Monte sagt, das Video war gut. Warte mal. Was, Monte? Monte sagt, das Video war gut? Was ist mit der Goldmünze passiert? Waren Monte tolle 10 Monate. Was? Auf viele weitere Monate. Wer wird Gamer, Leute, mal kennen. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, Eskalation Mallorca neigt sich jetzt wieder dem Ende zu. Leute, wir sind extra hierher gefahren, um 2 Videos abzudrehen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich. Ja, keine Kosten und Mühen wurden gescheut, Leute. War eigentlich ein cooles Video. Montagblick. Warum ist er nicht einfach still? Warum gönnt er dem... Warum ist er nicht einfach still? Die Begrüßung muss das eigentlich entscheiden. Die Begrüßung muss das eigentlich entscheiden. Ja, ist ein Unentschieden. Ist ein Unentschieden. Es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Mit dem Spielstand von 8-8. Mit dem Spielstand von 8-8 wird das Spiel hiermit offiziell abgepfiffen.